Hallo zusammen. Hallo. Hallo Ferry. Hi. Wir nehmen uns heute mal ein bisschen die Koordination vor. Das heißt, der Hauptmerkmal ist voll auf der Koordination natürlich. Gemixt mit unseren Grundtechniken. Ein bisschen Technik werden wir auch noch mit reinbringen. Und würde ich sagen, legen wir gleich los. Start mal. Ja. Okay. Was muss ich tun? Wir starten mit dir. Wir brauchen erstmal zwei Hütchen. Jeweils in einem Abstand. Das können wir aber selber wählen. Ungefähr eine Fußbreite, Fußlänge. Wir stehen mittig von den zwei Hütchen. Jawohl. Und machen jetzt quasi fangen mit der rechten Seite an. Das heißt, wir stehen auf dem rechten Fuß. Ja. Und springen einmal über das Hütchen rüber. Stabilisieren uns kurz. Nicht, dass wir so im Wackelpudding-Modus sind, sondern wirklich stabil. Gehen eins weiter. Auch so. Genau. Und gehen dann wieder zurück. Jetzt absetzen. Ungefähr schulterbreit stehen. Bisschen locker. Jetzt kommt quasi die erste torwartspezifische Übung, das heißt, Hände gehen nach oben vom Schoß her, wir spielen einen zentralen Ball, sichern den Ball, achten wieder darauf, dass wir ihn schön zu uns herziehen, davor natürlich aus dem Schoß, dass wir unser Dreieck bilden, können wir immer selber ein bisschen kontrollieren und dann zu uns herziehen, spielen den Ball zurück und das gleiche Spielchen geht jetzt auf links weiter, das heißt linker Fuß hoch, genau, schön stabilisieren, sehr gut, Ball wird gespielt. Wir herziehen weiter und dann gleich weiter. Genau. Wir machen vier Durchgänge am Stück. Ein Durchgang bis beide Seiten. Sehr schön. Und nochmal. Und letzter Durchgang. Okay, perfekt. Man sieht bei der Übung schon ganz gut, dass wir in Schwitzen kommen. Ja. Und zum Beispiel auch bei den Flankenbällen haben wir auch oft dieses hier Sprung raus. Das heißt, wir haben da auch den Schwerpunkt auf dem Fuß, wo wir schön die Sprungkraft auch ein bisschen trainieren. Aus dem kompletten Fuß raus. Und genau, Torwartaktion, dass wir uns auch wieder ein bisschen konzentrieren, wenn der Ball kommt. Nicht, dass wir nur rumhüpfen. Und ich würde sagen, wir machen gleich die zweite Variante. Zweite Variante ist jetzt folgendermaßen, ein bisschen schwieriger, beziehungsweise wir müssen ein bisschen mehr schauen, dass wir ein bisschen weiter kommen. Das heißt, wir stellen uns wieder rein. Jawohl. Wieder der rechte Fuß hoch, springen jetzt darüber und gleich wieder zurück, setzen den Fuß aber nicht ab. Und jetzt kommt es schwierig, deswegen müssen wir da schauen, ein bisschen variieren von den Hütchen. Springen wir komplett über beide Hütchen. Genau, stabilisieren, wird schon ein bisschen schwieriger. Und wieder zurück. Ganz zurück, so genau. Jetzt kommt der Ball wieder, also jetzt wieder absetzen, bequem stehen als Torhüter, Null Position. Mhm. Dann kommt der Ball wieder gespielt, sicher und jetzt führen wir ihn zweimal hinten um. Genau. Wir spielen den Ball zurück und links. Genau. So, dann komplett rüber, zurück, stehen. Ball wird gespielt. Ah, andersrum jetzt, oder? Genau, andersrum. Und das Ganze wieder viermal. Das heißt, soll ich dann nur mit einer Hand rauswerfen, je nach Tempo? Genau, auf der Seite am besten mit der Hand rauswerfen. Gut. Und los geht's. Sehr schön. Hälfte haben wir schon. Wunderbar. Genau, und ihr merkt schon, wenn es unsauberer wird am Ende, dann mache ich lieber drei Wiederholungen anstatt vier, mache eine kurze Pause, damit wir es auch sauber wieder hinbekommen. Wichtig ist einfach auch die Stabilität, dass wir wirklich mit dem Oberkörper nicht zu viel wackeln. Wir können auch unsere Arme da mitnehmen. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich Variante 3. Dann tauschen wir einmal. Aha. Dann gehe ich mal hin. Okay, danke. Und zwar nicht tot rum. Variante Nummer 3, das heißt, wir gehen hier in unseren Kniestand hinein. Wichtig, wir setzen hier nicht auf, sondern sind mit dem Oberkörper gerade. Wir können hier jetzt schon mal den rechten Fuß nach vorne stellen, beziehungsweise wir fangen links an. Linker Fuß geht nach vorne. Das heißt, wir spielen oder rollen oder können spielen flachen Ball, ja. Also ihn flach seitlich aufnehmen. Okay. Das heißt,
aufnehmen zurück, hier wieder zurück auf unsere Position. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir versuchen jetzt hier mit dem Schwung direkt auf unsere Füße uns draufzustellen. Das heißt, Schwung nehmen, hoch, kurz warten. Wenn wir da Probleme haben, wenn das noch nicht geht, können wir gerne auch unsere Hände dazu nehmen. Das heißt, einmal schnell die Hände mit, ist ein bisschen leichter. Man muss sagen, wenn es noch nicht geht oder wenn es nicht mehr geht. Nicht mehr, ja. Das wollte ich vermeiden. Ja. Genau, wenn wir den Ball links bekommen haben, gehen wir jetzt nach rechts rüber koordinativ. Das heißt, wir haben hier unsere Skippings, gehen rechter Fuß einmal rüber, linker Fuß macht weiter, das ist das Wichtige. Und gehen dann zweimal, das heißt einmal rüber, zurück, zwei Kontakte, einmal rüber, zurück, zwei Kontakte. Wenn wir angekommen sind, zwei schnelle. Okay. Und kriegen jetzt quasi den flachen Ball gespielt. Auch darüber? Ja, leicht zentral eigentlich gespielt, genau. Nehmen den Ball hier auf, sind jetzt schon am Boden, können rollen und sind gleich schon im Kniestand. Und dann das gleiche Spielchen auf der anderen Seite. Ah ja, okay. Das heißt, es kann quasi immer komplett durchgehen. Okay. Genau, rechts also raus. Sichern, zurück, aufstehen, Kniestand, Sprung, jetzt hat alles nach links, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Sichern, ein bisschen zu zentral von mir und dann wieder auf die andere Seite. Gut. Okay, hopp, tap. Sehr schön. Oh, gut, Trainer. Und? Machen wir wieder zwei. Jawohl. Junge, Junge. Genau. Und der ist auch da, genau. Hui. Mach das. Aber da bist du dann auch gut fertig danach, oder? Das stimmt, ja. Deswegen. Da wieder schauen, wenn vier Durchgänge zu viel sind, gerne auch mit zwei starten und dann das einfach anpassen. Optimal, ich probiere das jetzt auch. Okay. Ich probiere das. Oh Gott. Also warte mal. Schaut schon gut aus. Ah, perfekt. Wunderbar. Aber das schaffe ich genau einmal und dann. Wir brauchen nur einen Durchgang. Oh Gott, okay, alles klar. Nein, stimmt nicht, so schlimm ist es gar nicht. Also. Es geht los mit Kniestand. Jawohl. Genau. Auf welche Seite? Stand auf der Seite. Okay, ja. Knie raus. Flache Ball. Ja. Sehr gut. Gleich wieder in den Kniestand zurück. Ah, jetzt aufstehen, gell? Genau. Ja. Und da weg, oder? Genau, jetzt darüber. Okay. Hopp. Genau, jetzt. Flache Ball. Ja. Schön zur Seite, genau, Seite aussuchen wieder. Ja. Und gleich im Kniestand bleiben. Okay. Und dann gehen wir darüber. Ja. Hopp. Ja. Oh Gott, ich muss mit Hilfe. Ja, und Koordination rüber. Sehr gut. Aber das ist auch nicht so einfach. Perfekt. Ein yes! Voller Durchgang. Okay. Was könnten wir jetzt noch verändern? Also wir können natürlich die ganze Koordination verändern. Wir können die Grundlagentechnik verändern. Das heißt, wir sind wieder in unserem, ja, Baukastensystem, wo wir wirklich auch selber die Elemente raussuchen können, wo wir die Koordination machen. Wenn es koordinativ noch ein bisschen zu schwierig ist, können wir auch starten mit zwei Kontakten zum Beispiel drüber oder was auch noch mal ein bisschen schwieriger ist, drei Kontakte zwischen, ja, einmal wieder nach hinten, zwei nach vorne, je nachdem. Also da gibt es wieder sehr viele Varianten. Eins, zwei, drei. So. Genau, und dann zwei nach vorne. Und wieder eins, das ist auch gut. Eins, zwei, drei, hopp, eins, zwei, drei und dann zwei durch. Genau. Und dann zum Beispiel halb hohe Bälle, oder? Machen wir doch einfach mal irgendeine Variante. Mhm. Dann machen wir doch von mir aus die du gerade hattest. Ja. Und dann der erste Ball ist ein halb hoher Ball, oder? Aus dem Kniestand. Den kriegst du hier. Genau, und dann. Und der, wenn du aufstehst, ist so einer, oder? Oder ein Aufsetzer. Ja. Ja? Okay, gut. Das heißt, wir starten hier. Genau. Also, erster Ball die Seite, oder? Mhm. Gut. Jawohl. Wenn hier auch die Runde zurück. Eieiei, so. Das ist aber wirklich schon. Ich habe schon Hilfe gebraucht. Genau. So, und jetzt koordinativ können wir jetzt hier zum Beispiel rüber mit dem. Drei. Eins, zwei, drei. Rüber. Eins, zwei, drei. Rüber. Jetzt habe ich es falsch gemacht. Nee, stimmt schon. Eins, zwei, drei. Eins, eins, zwei, eins, zwei, drei. Und eins, zwei, eins, zwei. Und so.
zum Beispiel. Ja. Oder auf die Seite. Ja. Oder wollen wir noch einen Durchgang machen? Ja, machen wir noch einen. Machst du mal andersrum? Genau, okay. Und Knie vor. Aha, jawohl. Moment, das haben wir vergessen. Ja. Und los. 1, 2, 3, 1. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Und da zur Seite, oder? Genau. Jawohl. Okay. Also man sieht wieder, man kann sich das so basteln, wie man möchte. Ja. Kann auch vielleicht einen Standtrick dazu nehmen, ja, wenn man möchte. Das heißt, man wird angespielt zum Beispiel, nachdem man wieder oben ist, startet, zum Beispiel auch technisch, ziehen außen innen, ziehen außen innen, wechselt den Fuß. Vielleicht auch mal, ja, vorne, das heißt, Ball wird gespielt. Kann man hier ruhig mal zurück stoppen. Ja. Und typisch ziehen vor innen, ziehen vor innen. Und dann wechseln mit links. Dasselbe Spielchen, außen, innen, ja, ziehen, außen, innen, dynamisch sein, ja, spielen und dann kann ich hier wieder zum Beispiel mit einem, ja, wieder zurück und dann kommt zum Beispiel hier schon der flache Ball zentral. Oh, das mache ich jetzt mal, komm, das probiere ich mal aus. Okay, also ich kriege den ersten Pass. Ja, so, stoppen, sauber. Hopp, 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 hopp. Spielen, ja, dann kommt der flache Ball. Ja. Okay. So, kann man zum Beispiel nochmal kombinieren, dass du wieder die Koordination machst. Das kann man mit einem aufgesetzten Ball mal arbeiten. Ja. Das heißt, Ball wird aufgesetzt, schön flach drücken und dann da oder da. Genau. Man kann es auch cool machen mit einer dritten Abschlussaktion. Ja. Wenn das einem zu wenig ist, kann man noch einen hohen Ball auf die verkehrte Seite, auf die linke Seite spielen, dass da quasi dieser Transfer von den Seiten wieder kommt. Also flacher Ball hier, hoher Ball hier. Hoher Ball hier. Ah ja, okay, okay. Ja, super, cool. Also brauche ich genau einen Trainingspartner, einen Ball und vier Rollen oder? Genau. Alles klar. Kein Aufwand, geile Übung. 1000 Möglichkeiten. Das stimmt, oder? Ja. Das ist das Entscheidende. Dann würde ich doch vorschlagen, die Jungs, Mädels, probiert das mal aus. Ich habe es jetzt auch ausprobiert. Ich bin mächtig ins Schwitzen gekommen. Das Coole ist, dass man wirklich alles verbindet. Also fußballerische Tricks, du kannst ja hier auch Standtricks zum Beispiel machen, ja, koordinative Läufe, verschiedene Kontaktzahlen, Aufstehen über die Knie, das ist natürlich auch immer ziemlich schwierig, finde ich. Grundtechniken. Jetzt machen wir halt die Grundtechniken vom Torwart noch mit drinnen, das heißt, es ist nicht stabile, nur Koordination, ja, sondern es macht auch immer Spaß, ja, indem wir fallen können. Ja. Also Jungs und Mädels, würde ich sagen, probiert es aus daheim, spinnt diese Übung auch weiter. Ja? Es sind jetzt vier Hütchen, ein Ball und ich denke, ihr habt den euren in euren Köpfen schon jede Menge Ideen, was ihr noch machen könnt. Schickt uns das einfach per E-Mail oder verlinkt uns bei Facebook oder Instagram unter mfs-fußballtraining. Da findet ihr uns, verlinkt uns einfach drauf und wer eine Frage hat oder sagt, hey, wie findet ihr die Übung, kommentieren wir sehr, sehr gerne und wir freuen uns auf mega viele Rückläufer. Und danke für die Einheit, Fabi, war richtig cool. Sehr gerne. Ich muss jetzt meine Knie ein bisschen kühlen, aber ansonsten. Das machst du. Musst du sonst, wenn wir trainieren. Sehr gut. Alles klar. Okay. Gut. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.